Beim Kochen von Wasser bilden sich zunächst am Topfboden kleine Bläschen mit Wasserdampf. Dies geschieht, wie man hier sehr gut sehen kann, immer an denselben Stellen, sogenannten Verdampfungskernen. Der Grund dafür ist, dass der Wasserdampf erst den Druck des umgebenden Wassers sowie die Oberflächenspannung überwinden muss, um eine Blase zu formen. Dies geht am einfachsten an kleinen Unebenheiten auf dem Boden des Topfes, wie beispielsweise Kratzern oder Nudelresten, aber zur Not reichen auch im Wasser gelöste Unreinheiten, wie beispielsweise Salze. Ein Glas mit destilliertem Wasser besitzt keine Verdampfungskerne und kann daher beispielsweise in einer Mikrowelle auch auf über 100 Grad erhitzt werden, ohne dass es anfängt, Blasen zu bilden, was als Superheating bezeichnet wird. Als Vergleich haben wir auf der rechten Seite ein Glas mit normalem Leitungswasser, welches noch am Sieden ist, nachdem die Tür geöffnet wurde. Und auf der linken Seite haben wir ein Glas mit superheißem destilliertem Wasser, welches erst zu sieden beginnt, nachdem mit einer Gabel zusätzliche Siedekerne hinzugefügt wurden. Wird das destillierte Wasser weiter erhitzt, ohne Siedekerne hinzuzufügen, dann übersteigt ab einem gewissen Schwellwert der Druck des Wasserdampfes den des umgebenden Wassers sowie der Oberflächenspannung und es bildet sich explosionsartig eine große Wasserdampfblase.